Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox, eine Theodor Meyer. Mehr muss ich zu der Box nicht erzählen, die ist gebraucht und die ist bei uns, weil sie nicht kühlt. Das Kabel ist von mir, das ist 2,5 Quadrat Kabel, so läuft das Ding. Das Kabel hier war verbunden. Das war draußen, kann ich wieder rausnehmen. Und das Kabel war hier auf Minus angeschlossen. Dann kam das Kabel hier hoch auf eine Sicherung mit diesem, ich sag mal, 0,5 Quadrat Kabel. Dann war das hier verbunden mit so einem Zwischenverbinder, den habe ich jetzt nicht. Und dann ging das Kabel hier hoch und wurde dann hier eingesteckt. So muss der Strom, hier ist ich schätzungsweise ein 1,5 Quadrat Kabel bis hierher. Hier wird es verbunden auf diesen 0,5 Quadrat, geht hier auf diese Sicherung. Von dieser Sicherung mit einem fast meterlangen Kabel auf den Thermostaten und dann vom Thermostaten hier auf das Plus. Und hier unten hat es keine Brücke vom Thermostaten. Das kann nicht laufen. Also jetzt das Kabel raus hier, der Thermostat, die Klemmen vom Thermostat, die zwei Kabel. Das kann ein solches dünnes Kabel sein. Das kommt auf C und auf T. Dann mache ich mit dem Thermostaten eine Drahtbrücke von C auf T oder von T auf C. Und hier oben schließe ich neu ein 2,5 Quadrat Kabel an und ein 2,5 Quadrat Minus. Die Sicherung hier oben, die braucht es nicht. Die braucht es effektiv nicht, weil die Elektronik sichert sich selber ab. Das kann man also vergessen hier, diese zwei Kabel. Wenn ich dann hier die Sicherungshalter anschaue, mit den Steckern hier, das geht auch nicht. Und jetzt gibt es, weil der Kunde will unbedingt dieses Kabel und es läuft auf 24 Volt. Also hier kann ich jetzt im Prinzip das Kabel hier verbinden, aber das Kabel hier, das muss auch raus und dann ersetzen mit einem vernünftigen, dicken Kabel. Ja, das ist Stromversorgung. Wir haben hier nur 12 oder 24 Volt, aber wir haben dafür bei 12 Volt 20 mal mehr Ampere Strom wie bei 230 Volt und dann hier 20 mal dickere Kabel verwenden, weil wir 20 mal mehr Strom haben. Es hört sich blöd an, aber bei 12 Volt, wir haben hier einen Unterspannungsschutz, bei 10,5 Volt schaltet der Kompressor hier aus und dann ist nichts mehr mit Laufen. Dann läuft nur der Ventilator, aber bei den Telefonkabeln hier auch kein Sinn. Ja, das soll es gewesen sein von dieser Kühlbox. Schaut mir, dass ihr genügend Strom auf der Leitung habt. Hier verlinke ich euch ein anderes Video, Elektrotechnik für Ingenieure. Hier könnt ihr mir ein Abo dalassen, dann bringe ich noch öfters solche elektrische Installationen. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.